Monifit Smart Saver wird nochmals attraktiver und erhöht indirekt den Zinseszins. Darüber sprechen wir heute und daneben geht es noch um die neuen Bondora Insights, eine Restrukturierung bei Mintos, den Rumänien-Launch von Lande und ein Status-Update von Estate Guru. Davor noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich bin mit meiner Familie in den nächsten 3 Wochen mit dem Camper im Osterurlaub in den schottischen Highlands und es werden wahrscheinlich keine News oder sonstige Beiträge erscheinen. Folgt bitte den Telegram- und Twitter-News, wo ich versuche, euch in dieser Zeit verstärkt auf dem Laufenden zu halten. Die entsprechenden Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und nun viel Spaß mit den P2P-Kredite-News. Und wir fangen direkt an mit Monifit Smart Saver, denn die werden gefühlt von Tag zu Tag beliebter in der Community, bietet das Produkt doch deutlich bessere Konditionen als der Konkurrent Bondora Go & Grow Unlimited bei fast den gleichen Funktionen. Die Zinsauszahlung beispielsweise, die war bisher noch anders. Zwar wurden die Zinsen täglich virtuell akkumuliert, aber nur einmal im Monat ausgezahlt. Das soll sich ab dem 28. März 2023 ändern. Ab diesem Datum wird Monifit Smart Saver ebenso wie Bondora Go & Grow tägliche Zinsgutschriften durchführen. Diese Änderung wirkt sich auch auf den effektiven Jahreszinssatz aus. Aufgrund der täglichen Aufzinsung nämlich wird dieser von 7,229% auf 7,25% steigen, auch wenn der nominale Zinssatz weiterhin bei 7% liegt. Diese Änderung dürfte weitere Anleger dazu animieren, das estnische Produkt für diverse Sparvorhaben zu nutzen und auch ich könnte mir vorstellen, das ein oder andere private Sparprojekt hierüber abzuwickeln. Aber auch die Konkurrenz Bondora, die schläft nicht. In der letzten Woche wurde die Plattform schon geschlagene 15 Jahre alt und das Produkt Bondora Go & Grow ist an die 5 Jahre alt. Damit hat man natürlich Monifit Smart Saver hier einiges voraus. Aber in der letzten Woche gab es noch eine Neuerung und zwar wurden die Bondora Insights gelauncht. Hiermit könnt ihr über die Bondora Go & Grow Smartphone App euer privates Bankkonto anbinden und durch Bondora analysieren lassen. Insights erkennt automatisch deine Ausgaben, verfolgt wiederkehrende Rechnungen und erstellt eine Zeitachse aller Transaktionen, damit du einen einfachen Überblick über deine Finanzen hast. Bitte beachtet, dass sich Bondora Insights noch in der Beta-Phase befindet und sich sicherlich noch einiges daran tun wird. Achtet also immer auf Updates der App. Ich habe den Prototypen schon letztes Jahr auf der Invest 2022 in Stuttgart gesehen und nun wird es nach und nach für alle Investorenländer freigeschaltet. Mit diesem Launch und dieser Funktion wird Bondora zu weit mehr als nur einem simplen Anlageroboter. Und in unserer heutigen News Nummer 3, da geht es jetzt um Mintos, denn hier geht es richtig rund. In der letzten Woche hat man die Rückholung neben dem neuen Interface nochmals aufgeräumt und CreditStar und IDF Eurasia sind in die Rückforderung gewandert. Da sind sie laut Mintos besser aufgehoben und wir Investoren haben Veränderungen immer im Blick. Weiterhin wurde der Rückzahlungsplan von IDF Eurasia gestrafft, um die Rückforderung schneller auf Null zu bringen. So sollen ab jetzt mindestens 1,34 Millionen Euro pro Woche zurückgezahlt werden. Alle noch ausstehenden Zahlungen sollen zudem bis allerspätestens zum 4. August 2023 vollständig beglichen sein. Und das Vertrösten der Investoren auf Mintos kommt IDF Eurasia zudem teuer zu stehen. Denn im Durchschnitt verdienen Investoren, die der Firma vertraut haben, nämlich nun 19,9% Zinsen statt vormals 13,2%. Ob sich die Rechnung für IDF Eurasia am Ende gelohnt hat, alles so spät zu zahlen oder nicht, das werden wir wohl nie erfahren. Aber ich bin happy, wenn ich hier meine paar hundert Euro wieder zurückbekomme mit den entsprechenden Zinsen obendrauf. Die News Nummer 4. Vor einigen Monaten war es schon angekündigt und nun geht es wohl endlich los. Die Agrarplattform Lande startet mit der Kreditvergabe in Rumänien, welche schon seit Mitte 2022 vorbereitet wurde. Nun sollen im März die ersten Projekte auf die Plattform kommen. Interessant dabei ist, dass wir als Investoren wohl die Chance bekommen, nicht nur in Euro zu investieren, sondern auch in der rumänischen Nationalwährung. Das bringt wie immer Chancen wie Risiken mit sich. Ansonsten werden die Kredite ähnlich zu dem sein, was wir in Lettland gesehen haben bis jetzt. Ich denke, man wird zudem zu Beginn sehr vorsichtig mit der Expansion sein, um nicht in ähnliche Probleme wie Estate Guru zu geraten, auch wenn das Geschäftsmodell natürlich nicht vergleichbar ist. Sobald die ersten Projekte auf den Marktplatz kommen, werde ich mir diese auf jeden Fall sichern. Und mit dieser schlichtweg genialen Überleitung kommen wir auch in unserer letzten News tatsächlich zu Estate Guru. Denn die halten ihr Versprechen, die Investoren monatlich auf dem Laufenden zu halten, was die Rückholung in Deutschland angeht. Bei den meisten Projekten, da müssen wir zwar weiter warten, was absehbar war, vereinzelt sieht man jedoch erste Erfolge und die baldige Hoffnung auf vollständige Rückzahlung. Mein eigenes Portfolio, das hat sich nicht weiter verschlechtert. Historisch gesehen liege ich nun bei einer Ausfallquote von 9,17%, was besser ist als der Plattformdurchschnitt.
denn der liegt bei rund 14,56%. Ein erhöhtes Augenmerk hat bei mir persönlich 2023 der Cashflow, den Estate Guru generiert, denn ich habe es in den letzten Jahren nicht geschafft, diesen auf ein konstantes Niveau zu kriegen und die aktuelle Lage wird das Vorhaben sicher nicht verbessern. Da bin ich jetzt gespannt, wie das Märzergebnis in einigen Tagen ausfallen wird und ob es auch in dieser Zeit möglich ist, die Ausschüttung auf Wachstumskurs zu bringen. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal und denkt daran, die entsprechenden News-Kanäle zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben.